Die Firma Jobri aus Bielefeld, ein Computersystemhaus, seit 20 Jahren am Markt mit dem Slogan 20 Jahre gewusst wie, ist Silberpartner der MIME und ich begrüße den Geschäftsführer, Herrn Peter Jong. 20 Jahre gewusst wie, in den letzten 20 Jahren hat sich ja unglaublich viel getan in der Entwicklung der IT-Branche. Also sind Sie ein Pionier der Computerzeit. Ja, kann man wohl sagen, hat sich eine Menge getan. Es sind immer wieder neue Themen aufgekommen, Technologien haben sich geändert. Und wenn wir heute daran denken, jeder verschickt etwas per E-Mail, die elektronische Kommunikation greift so weit um sich, dass sich jeder für sich schon entdeckt hat. Vor 10 Jahren war das fast noch undenkbar. Wenn man zurückblickt, das kommt einem gar nicht so lange vor, aber es ist in der EDV eine ganze Menge. Man muss sich immer auf neue Situationen einstellen und das haben wir, denke ich, bisher immer ganz gut hingekriegt. Und das ist auch heute hier unser Thema. Sie sind ja Silberpartner der MIME, das heißt, Sie setzen auf diese Messe. Was ist für Sie das, sage ich mal, lukrative, aber auch das, wo Sie sagen, die MIME ist schon etwas Besonderes, deswegen wollen wir dabei sein? Ja, die MIME ist deswegen etwas Besonderes, weil sie natürlich den Mittelstand anspricht hier in Bielefeld. Das Rahmenprogramm ist hervorragend, es ist super gemacht mit dem Catering, mit den Getränken, mit allen drumherum dran. Man kann hier super gute Vorträge hören, also es ist jetzt für jeden etwas dabei, der sich rund um die EDV vielleicht mal interessieren möchte. Darüber hinausgehend sind natürlich auch andere Aussteller da, sodass das Programm so ein bisschen ergänzt wird. Und heute haben Sie als Schwerpunkt die sichere E-Mail zu versenden. Wenn man ein paar Vorbereitungen trifft, ist das alles keine Hexerei mehr. Es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen. Dahingehend, jeder weiß, wenn ich heutzutage eine E-Mail versende, versende ich die per Postkarte quasi, in herkömmliche Dingen gesprochen. Jeder kann diese mitlesen. Das herauszufinden, machen Sie mit 3, 4 Mausklicks im Internet und schon kriegen Sie Anleitung, wie Sie eine E-Mail mitlesen können. Das ist natürlich nicht sehr, naja, angenehm, denn heute wird ja viel über E-Mail gemacht. Ich sprach es ja eben schon an. Wir zeigen hier Lösungen, wie Sie eine E-Mail verschlüsseln können oder wie Sie auch feststellen können, dass diese E-Mail tatsächlich von dem vorgegebenen Absender stammt. Wenn man jetzt nicht die Gelegenheit hatte, Sie hier zu treffen auf der MIME, aber diesen Bericht sieht, Interesse auf einmal geweckt wurde, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Sie können jederzeit mit mir persönlich in Kontakt treten, einfach eine E-Mail an jong@jobri.de senden oder an hallo@jobri.de oder auf unsere Seiten gehen, www.jobri.de, oder haben Sie Kontakt zu uns oder mich persönlich anrufen in der Firma. Jobri Telefon ist überall aufgelistet. Sie haben sofort Kontakt zu mir. Ich wünsche weiterhin eine erfolgreiche Messe. Danke, Herr Peter Jong, Geschäftsführer der Jobri GmbH. Seit 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt. Und es gibt einen wichtigen Slogan, der dieses Unternehmen sehr gut auf den Punkt bringt. 20 Jahre gewusst wie. Vielen Dank. Ich danke auch.